Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Zack. Wir haben einen schönen Zweihänder jetzt da. Der macht, glaube ich, auch... Ich hoffe, er macht mehr Damage. Ich habe vergessen zu verzaubern, fällt mir gerade ein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir noch Sachen gehabt hätten zum Verzaubern. Sagen wir mal so, nein, hatten wir nicht. Die müssen wir so wie hier... Entschuldigung. Sammeln. Da ich einen kleinen Schluck auf, Entschuldigung. So, also her mit dem Graffel. Jetzt traue ich mich auch da drinnen, das zu machen. Das dürfen wir nochmal nicht so abkacken. Das sind ja auch immerhin schon Stufe 2, ne? Die Gegner hier. Das ist auch nicht so nett. Au, der gerade extra... Aha, Stromschläge. Du Kerl, wo ziehst du hin? Alter. So. Haben wir es jetzt? Unfassbar. So. Da wir keine Aufträge so dabei sammeln müssen, das ist so Auftragsgegenstände sammeln müssen, so, können wir jetzt den freien Willens und ohne Zwang hier Sachen sammeln, Farben, wie auch immer. Ui, Buch. Ui, Buch. Ist natürlich wieder zu mitnehmen. Aber wir haben die nächste Ebene noch nicht entdeckt. Das heißt, wir müssen warten. Wir müssen ein bisschen warten. So schnell bin ich nicht. Ich möchte noch gern zuerst die anderen Räumlichkeiten erkunden. Und dann können wir von mir aus gern das Buch holen und flüchten. So, zack, zack, zack. Okay, das ist trotzdem schon verreckt. Gut. Und das erfreut mich. Da unten ist auch was. Ich habe es gerade glitzern sehen. Heureka! Ah, sehr gut. Ein paar Monster. Ich soll mal was trinken. So. Okay, der hat sich gleich verschüsst. Super ist das. Zack, zack. Zack, zack. Da haben wir noch ein paar von den Typen. Au. So. Da unten ist der letzte von den Kerlen. So, muss das ausschauen. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Wüstensteinchen und resistentes Glas. Unterprächtig. Gut. Das zudem. Hier waren wir schon. Dann müssen wir darüber schauen. Zack, zack. Sehr gut. Ah, einmal heilen, wie schön. Das ist angenehm, das passt. Zack, zack, zack. Sehr, sehr gut. Und zack. Na, du komisches Ding da oben. Was, den haben wir auch erledigt. Und, na, ich will den Haufen da kaputt haben. Alter. Geht nicht. Okay, dann halt nicht. So, schön mitnehmen. Okay, hier geht's zur nächsten Ebene. Gut zu wissen. Dann können wir uns das Buch schnappen. Upsa. Sehr gut. So. Dann können wir es noch einmal heilen. Ach. So muss das sein. Und den Raum da drüben können wir auch noch kontrollieren. Ah ja. Ah, da geht's weiter. Okay. Passt. Die Truhe konnten wir gerade so noch retten.
mitnehmen und nochmal mitnehmen. Entschuldigung, da musste ich kurz husten. So. Na, na. So, zack. Der hat's überstanden. Ja, schieß nur. Kerl. Und zack, zack. Zack. Sehr gut. War hier was? Ich hab's nicht glitzern sehen. Doch, tatsächlich. Okay. Items. Hä? Was war denn das jetzt gerade mit dem Item? Einfach so flutschend weg. Ich glaube, wir werden den Staub hier nehmen. So. Dann müssten die Rädeln da noch Platz haben. Passt. Jetzt brauchen wir noch einen Platz fürs Buch, ne? Düttel, düttel, düttel. So, drap, drap, drap. Jetzt war das hier oben, das Buch. Das Büchelein. So, und schwupp. So. Das würde ich gerne mitnehmen, aber was machen wir kaputt dafür? Ich würde sagen, den dabei. So weh es auch tun tut. Und leg sie weg. Hä? Verfolgt uns gar nicht. Lol. Lol, 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 lol. Wahrscheinlich, weil wir das Buch schon ein paar Mal erfolgreich stibitzt haben. Wie dass ich denke, ah, ich habe keinen Bock mehr auf die Bagage. Da trinke ich lieber Kaffee. So, und nächste Ebene. Da wir jetzt voll wie ein Christbaum sind, würde ich persönlich vorschlagen, dass wir jetzt mal abhauen. Mit dem Portal. Oder? Das normale nehmen. Eigentlich könnte man das verwenden hier. Das große Portal. Ja. Weil dann können wir hier wieder anfangen am nächsten Tag. Das passt schon. Oh. Kohle haben wir eh genug, das tut uns nicht mehr weh. Also, pff, passt schon. So. Dann müssen wir jetzt wieder Handel treiben. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Sachen zum Verkaufen. Alter, eine Kirchenmaus ist nicht so arm wie wir. So. Gut, also natürlich, das Buch nehmen wir mit. Das können wir, glaube ich, auch... Ist das... Wäre das? Hoch, ja. Such, such. Unsere Auswahl hier ist mehr als bescheiden. Das muss man schon mal sagen. Echt sagen, unsere Auswahl hier ist sehr bescheiden. Da haben wir schon zwei von den Büchern. Super. Die kommen ja super viel dazu zum Verkaufen. Wir könnten versuchen, ja, Tränke brauen. Ich bin so schlau, kann ja gar nicht. Weil mir da ja was Bestimmtes fehlt. Nämlich das rote Gelee. Nehmen wir halt ein paar von den Sachen mit. Auch wenn wir sie nicht komplett vollzählig haben. Hauptsache, wir können ein bisschen was verkaufen. Es ist schon traurig.
Ja, ansonsten. Ich glaube, ich muss niesen. Einen Moment. Oder doch nicht. So, ja, das ist alles, was wir haben. An verwertbaren halt. Die brauchen wir jetzt. Na? Ja. Ja. Das ist ja wieder super. Das ist wieder ganz super. Das ist ganz super. Ja. Warte, ich würde es mal so probieren. Halt, den darf ich nicht verkaufen. Boah, langsam. Die darf ich. Ja. Ja, 500 weiß ich nicht. Ich würde mal auf 1000 gehen. Da würde ich auch. So. Ich glaube, ein Item hätten wir noch. So, mit 3500, was viel zu billig war, dann machen wir also 5 draus. 5000, so. Gut, dann probieren wir es wieder. So, servus. Bitteschön, dein magisches Werkzeug. 80.000 haben wir dafür bekommen, das ist super. Und mal schauen, ja, viel Geld werden wir nicht verdienen in dieser Runde, aber ja, was soll's. Vielleicht bekomme ich ja den einen oder anderen brauchbaren Auftrag. Dankeschön. Das haben wir zu billig hergegeben. Ich habe es fast befürchtet. Super. Gratuliere. Good job. Ich merke gerade, ich habe vergessen. Achso, ich wollte Tränke brauchen. Natürlich, was fehlt mir? Das rote Schnee. Ich bin zu doof. Naja. Wenn wir den morgigen Auftrag erledigt haben, werde ich, wie gesagt, einmal ein paar Runden keine Aufträge annehmen. Ich werde nur wirklich von in der Früh bis am Abend nur Dungeons besuchen. Ja. Ich glaube, glaube ich, in Ordnung. Einmal all unsere... Ist das immer noch zu teuer? Die tun mich echt schälen. Das ist der letzte Gegenstand schon wieder. Alles weg. Großartig. Na los, geht schon. Einkaufen, 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 einkaufen. Wenn das so weitergeht, gebe ich den gleich rein in die... Alter. Weißt was, jetzt reicht's mir. Echt, das kann ja nicht sein, dass das so billig ist. 200 Wein, hart, das ist zu teuer. Ich glaube, ich spinne. Der Vulkanstein, der kommt immer in Sale. Könnt schon mal Gift drauf nehmen. Naja, jetzt mag ich ihn. Oh ja, jetzt ist er billig. Jetzt nehme ich ihn mit. Toll. So, fertig sind wir. Könnt ihr euch alle schleichen. Kann ich das wieder zumachen eigentlich? Laden schließen. Ja, für euch. Was ich da rumlanzeln. So, einen Dieb hatten wir, der hat aber nichts bekommen. 213.295 haben wir verdient. Ich wusste, es ist nicht viel, da wir auch nicht viel zu verkaufen haben. So. Dieses Holz haben wir auch. Passt, können wir eigentlich in den Dungeon zurück. 4 Tränke müssten reichen.
Wahrscheinlich eher nicht. Verzaubern kann ich, glaube ich, jetzt nichts mehr, weil mir die Steine fehlen, glaube ich, ne? Es wäre halt schön, die Waffe verzaubern zu können. Obwohl, geht was. Super. Jawohl. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja, so muss das ausschauen. Super. Und da nehmen wir noch einen mit. Fünfe, sechse. Ja, nehmen wir sechse mit. Für den Fall, dass wir nämlich auf den Boss des Wüsten-Dungeons treffen. Wie soll ich sagen, da hätte ich dann schon gern, dass wir auch eine Chance haben. Und da brauchen wir halt ein bisschen was zum Heilen. So. Und? So. Und weiter geht's. Zack, zack. Holt das. Das war so nicht ausgemacht. Alter. Ich hätte vielleicht statt Verzaubern auf Damage, hätte ich vielleicht auf Treffer Sicherheit verzaubern sollen. Die treffen mich gar nichts. Hoppala. Super, ein Raum mit nix. Troll. Und tschüss. Da haben wir zwei Opfer. Ja, der macht jetzt schön Damage. Das gefällt mir. War hier jetzt auch was? Nein. Hü, hüpf, hü, hüpf, hü, hüpf. Aha, das ist wieder der Raum. Dann gehen wir halt wieder zurück. Puh. Zack, zack, zack. Zack, zack. Was haben wir denn da Schönes? Entflammbare Flüssigkeit. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand in dieser Richtung. Das heißt, wir tun den dahin. Und Löteisen. Ich würde sagen, machen wir zuerst den. Den oder den Raum ist eh wurscht. Zack, zack, zack. Sehr schön. Dann den Raum. Und zack, zack, zack. Hoppala. So muss das ausschauen. Zack, zack, zack. War hier unten was? Ich weiß es nicht. Nein. Dann können wir wieder gehen. Hier bin ich auch nicht sicher, ob da geglitzert hat. Nein. So, nächster Raum. Rauf oder runter? Bring mal rauf. Zack, zack, zack. So, den haben wir schon mal. Und zack, zack. Da verbrutzelt er. Was haben wir hier Schönes? Jawohl. Und zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand in dieser Richtung. Das lassen wir nicht zu. So. Sehr was, du Gradler. Hoppala, jetzt falle ich noch runter. Du bist schuld. Du bist Kerl. So. Sehr gut. So. Und weiter geht's. Da ist er. Der Schuft. Zack. Du bist auch so ein Schuft. Sterbe, du Schuft. So. Geht's hier runter? Niemals. Dann hier lang. Ich würde sagen, einmal gepflegt duschen gehen. Ah.
In dem Fall baden. Und schwupp. So. Zack, zack, zack. Und nochmal. So ist super. Wow, eine goldene. Das ist sehr schön. Okay, wir haben schon wieder ein Platzproblem. Diesmal hauen wir mal die Sachen weg, die mehr wert sind. Wieder ein Zerstörer, jawohl. Gegenstand geht kaputt. Ich freue mich. So. Dann würde ich sagen, da ich sowieso noch länger kämpfen werde, die Gegenstände werde ich verlieren. Das heißt, die kann ich schon mal getrost zerstören lassen, bevor ich sie komplett verliere und nichts mehr wert sind. Leider. So. Die kriege ich nie im Leben durch. War ich gar nicht probieren. So. Hoppala. Und nächste Ebene. So, mal schauen, was wir hier finden. Die Musik erinnert mich ein kleines bisschen an Gnome Regan von World of Warcraft, im Dungeon halt, ne? Dungeon Gnome Regan. So, ich muss mal da. Wie hübsch. So, könntest du bitte verbrennen? Danke. Und hat natürlich nichts für mich. So, einmal schön heilen. Und zack. 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 Jawohl. Komm zu Papa. Geht nicht. Okay. Zack. Okay. Einmal heilen ist gut. Ich glaube, wir sollten mal zurückgehen. Hüpf. Ich glaube, wir stellen hier das Portal auf. Ja. Und zwar, wir sind voll wie ein Christbaum. Es zahlt sich eh nicht aus, weiter in den Dungeon vorzudringen, weil wir haben, wie gesagt, keinen Auftrag mehr, wo wir Sachen farmen müssen. Das haben wir eh schon alles. Und da wäre es jetzt ein Blödsinn, weiter Gegner zu klatschen, wo wir die Sachen gar nicht mitnehmen können, die sie droppen. Dann hätte ich auch gar nicht die Sachen wegschmeißen müssen, die kaputt werden hätten können, weil, ja, egal. Egal. So. Was können wir denn verkaufen? Hey. Ich nehme mal mit. Den auch. Den auch. Nein. Nein. Ja. Ja, die Knolle können wir auch. Ja. Ja. Ja, 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 ja. 30 mal ja. Den da können wir auch. Den können wir auch. Den können wir auch. Das auch. Nein. Jo, aber der ist halt wirklich nichts wert. Das Zeug, die Ranke. Halt, das wollte ich jetzt nicht. So, ist schon genug. Und zack.
Passt. Dann teilen wir mal aus. Einmal zack und einmal zack. Ist das mit 6000? Wissen wir nicht. Ist das mit 6000 in Ordnung, wollte ich für mich selber fragen. Für uns alle fragen. So zack und zack. 2x 3000. Wird schon gut gehen. Wir wissen es nicht, ob es passt, wie es ist. Halt. Das weiß ich auch nicht. 300 könnte passen. Machen wir 340, dass wir vielleicht den nächsten Preis kriegen. Das passt auch. Das machen wir ein bisschen mehr zum Verkaufen. Das ist aber sehr schön. So. Tausender wissen wir nicht. So, okay. Dann werden wir da so probieren. Da. Ja, das passt alles. Okay. Wir haben das Holz noch. Passt. Dann Sesam öffne ich. So. Bitte schön, gnädigste. 20.000 haben wir bekommen. Passt. So. Kauft schnell alles zusammen, dann können wir schließen und dann können wir weiter in den Dungeon gehen. Der Part ist dann auch zu Ende. Das passt super. Dankeschön. Jawohl, okay, das war zu billig. Super, Zocki, super. Das hast du fein gemacht. Dankeschön, Dankeschön. Wow! Alter! Puh, ich habe mir gerade gedacht, ist das nicht ein Dieb gewesen, die Alte? Ja, das ist ein Dieb. Alter Schwede, blöde Kuh. So. Ich bin immer höflich, falls wer fragt. So. Ah, das sind zwei nebeneinander. Was mache ich denn da? Ich Doofi. Das darf ich doch nicht. So. Jetzt schon, einkaufen, einkaufen, einkaufen. Jawohl. Du bist wieder zu billig. Echt, das ist zu billig, kann ich gleich mal merken. Das ist zu billig mit 3000. Dann können wir schon aufschrauben auf 5. Dankeschön. Danke. 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 So. Oh, das ist jetzt wieder zu teuer. Also nimm's trotzdem. Haha, lol. Passt, ne? Dankeschön. Wir sind pleite. Passt. Ihr könnt euch alle zusammen schleichen. Für dich. So. Ja, so macht man das. So ist, das ist Kundenfreundschaft. Freundlichkeit. So, wir haben einen Dieb geschnappt und... Das ist eine schöne Zahl. 299.999 haben wir verdient. Um ein Goldstück mehr und wir hätten 300.000 gehabt. Super. Das ist schön. So. Eine schöne Zahl in der Buchhaltung. So, jawohl. Ach, den Trank. Genau, die Tränke wollte ich holen. Dann kehren wir in den Dungeon zurück und beenden dann auch den Part hier. Jetzt müssen wir noch die Tränke finden. Da. So. Die brauche ich. Ohne die möchte ich ungern. Moment. Da ist ein Sauhaufen, kann das sein? Na, das hat nur so ausgeschaut. Ich sollte echt einmal sortieren, ey. Ah. Da habe ich keinen Bock dazu. Dazu wirklich nicht. Kein Bock. So, also dann. Meine Nase juckt. Auf in den Dungeon. So. Hui. Bam, 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 bam. Sehr gut.
Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir schnetzeln uns im nächsten Part im Wüsten-Dungeon weiter. Bis dahin, tschüssi!